Heute heißt es für dich runter von der Couch und rauf auf die Yogamatte. Du wirst deine eigene Komfortzone verlassen. Dich erwartet eine intensive, kreative Yoga-Einheit, in der du dich ausprobieren kannst. Es geht um Wachstum, um Öffnen. Du darfst Fehler machen, du darfst dich ausprobieren, um dadurch mit deinem Körper, aber auch mit deinem Geist anders neu in Kontakt zu kommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Ja, warum ist es so wichtig, dass du regelmäßig die Komfortzone verlässt? Wikipedia schreibt zu dem Thema: Komfortzone ist ein durch Gewohnheiten definierter Bereich des Menschen, in dem er sich wohl und sicher fühlt. Es sind zwei Aspekte, die für mich persönlich wichtig sind. Das eine ist durch Gewohnheiten definierter Bereich. Das heißt, du bestimmst deine eigene Komfortzone selbst durch deine eigenen Gewohnheiten, durch deine eigenen Denk- und Bewegungsmuster. Und der zweite Aspekt, es ist gut, dass du dich sicher und wohl fühlst, aber wenn du dich nur in diesem Wohlfühlbereich aufhältst, kannst du innerlich nicht wachsen, bist nicht belastungsfähig und du kannst auch diese vielen Möglichkeiten nicht ausschöpfen, weil du einfach ohne Neugier durchs Leben gehst. Deshalb ist es gut, die Komfortzone wirklich regelmäßig zu verlassen, auszubrechen, Neues auszuprobieren. Und das kannst du jetzt machen. Ich freue mich, dass du dabei bist und du startest mit zwei Runden Sonnengruß, findest dich später wieder in Adha Chandrasana, einer wunderbaren Variante. Und dann am Ende geht es durch eine ruhigere, entspanntere Sequenz, die dich gleichzeitig fordert und fördert. Gut, komm bitte zum Anfang deiner Matte zum Stehen. Du bist am Anfang deiner Matte angekommen, leg dir gerne einen Block mit in der Nähe, wenn du möchtest. Hände zu deinem Herzen. Schließ die Augen, verbinde dich mit deinem Körper, mit deinem Atem. Nimm dich wahr und beobachte, wie sich dein körperlicher Zustand gleich verändert. Über die Atmung, über die Wärme. Atme aus, öffne die Augen, schieb ein, atme die Arme über von nach oben und dann gehe erstmal entspannt in die erste Vorbeuge ausatmen. Halbe Vorbeuge einatmen, zieh den Rücken lang und dann steig nach hinten in den herabschauenden Hund zurück. Verweile hier einen Moment und mach die Bewegung, die dir wirklich auch gut tun, die dir vertraut sind. Auch das gehört dazu, eigene Rituale sich zu schaffen. Dinge zu wiederholen regelmäßig, Kalt und Disziplin zu entwickeln. Du kannst die Fersen Richtung Boden ziehen, drück die Hände kraftvoll in den Boden. Einatmen, Liegestütz, ausatmen, schweb zum Boden. Cobra, herabschauender Hund, zurück, ausatmen. Einatmen, rechten Fuß nach vorn, linker dazu, heb den Kopf an, tiefe Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf, Hände zum Herzen, zweite Runde. Streck die Arme, einatmen, ausatmen, Vorbeuge. Halbe Vorbeuge, links, rechts, nach hinten in den herabschauenden Hund. Gib eine Variante, heb dein linkes Bein an, lass dir Zeit. Aus deiner linken Hüfte heraus, streck das linke Bein, schieb die Ferse, die Ballen nach oben, vor allem den Großzehballen. Um das intensiver zu machen, schieb jetzt bitte den rechten Oberschenkel nach hinten und lass die Dehnung zu in deiner rechten Beinrückseite. Atme ein, linkes Bein beugen, zieh die Ferse Richtung Gesäßhälfte, spreiz die Zehen und langsam dreh dich auf, öffne dich. Schöpf dein volles Potenzial aus, kannst den eigenen Bewegungshorizont erweitern. Langsam zurückdrehen, linkes Bein aufsetzen, Liegestütz einatmen, ausatmen, schweb zum Boden, Cobra, herabschauende Hund zurück, ausatmen. Andere Seite, rechtes Bein anheben, strecke es aus, schieb den rechten Fuß kraftvoll nach oben, verlängere dich über die Körpergrenzen hinaus. Yoga hilft dir, dass du wirklich auch deinen eigenen
deinen eigenen Raum erweitern kannst. Jetzt beug dein rechtes Bein, zieh dein rechtes Knie höher und gleichzeitig lass den rechten Fuß etwas schwerer nach links sinken. Beginn dich in der rechten Körperseite zu öffnen, atme in die rechte Flanke. Bauch aktiv, Bein wieder ausstrecken, Hüfte zurückdrehen, Liegestütz. Zeig dir eine schöne Variante. Lauf mit deinen Händen ein Stückchen nach vorn, ohne dein Gesäß anzuheben. Atme. Intensiver Kontakt mit deiner Körpermitte. Ausatmen, zurück. Mach einen großen Schritt nach vorn, rechts und links. Heb den Kopf an, Vorbeuge, ausatmen. Und jetzt wirst du intensiv deinen Atem spüren. Zieh die Füße zueinander, beug die Beine. Vorbereitung für Utthita. Falsch. Für Utkatasana, für den Stuhl. Zieh die Knie zueinander, Rücken lang, heb immer wieder die Schultern an. Heb die Mundwinkel an und jetzt lauf mit deinen Händen ein Stückchen nach hinten. Dreh mal die Finger nach hinten. Seiten lang, zieh den Kopf anheben, Schultern anheben. Bleib mit deinem Gesäß tief, wenn du die Arme nach vorne schiebst. Heb die Arme höher, die Arme gehen in Höhe deiner Ohren, hinter die Ohren. Vom Rücken beginnst du dich aufzurichten. Beug die Arme, heb dein Herz an, streck die Arme. Zweimal beugen, strecken, beugen. Drück die Füße in den Boden, Hände zum Herzen. Schließ die Augen, atme. Spür dich nämlich wahr. Den Herzschlag, den Atem. Der intensive Kontakt mit dir selbst. Und dann atme aus, öffne die Augen, löse auf. Eigene Komfortzone zu verlassen heißt, kannst es dir leicht machen. Ich empfehle dir immer mal, so ein paar ganz einfache Übungen mit einzubauen in deinen Alltag. Du kannst dich erden über die Füße und dann dreh dich einfach auf. Entspann mal die Schultern, die Arme und komm in die Bewegung zurück. Dein Körper möchte bewegt werden. Lass körperlich, emotional los. Spür dich, atme und komm ganz bei dir an. Gut, zurück. Komm in die Mitte deiner Matte, Füße zusammen. Die nächste Übung ist eine Vorbereitung für das, was folgt. Erde dich über den rechten Fuß, beug das linke Bein, linke Hand an den Spann bringen. Wieder zurück, wechsel rechte Hand an den rechten Spann, zurück, links, links, rechts, rechts. Mach das für dich ein paar Mal, damit du mit dieser Bewegung vertrauter wirst. Und du merkst auch hier, es ist vollkommen normal, dass du dich hier ausprobierst, eine neue Stabilität findest. Drück die Füße in den Boden, erde dich jetzt bewusst über den rechten Fuß, beug das linke Bein. Linke Hand an den Spann, zieh dein Knie, das linke Knie zum rechten Knie, Körpermitte schaffen. Jetzt spreiz die Zehen und drück den Spann in die linke Handfläche. Ziehst beide Schultern nach hinten, die Bauchdecke ist aktiv, schieb den rechten Arm zur Decke. Du kannst dann gerne einen Block nutzen oder du kannst auch in der Variante bleiben wie jetzt. Achtung, gehe nach vorn in den Tänzer. Gibst einfach aus dem Becken leicht nach vorn. Denkrückbeuge, drück den Spann in die linke Handfläche und atme. Gönn dir Raum. Und jetzt kannst du einen Schritt weiter gehen. Probier dich aus. Kipp aus dem Becken langsam nach vorn. Komm auf die Fingerkuppen. Könntest jetzt einen Block unter die rechte Hand nehmen. Atme. Schieb dein Knie höher, heb dein Herz an, die Schultern an.
Erde dich, drück den rechten Fuß in den Boden, einatmen, richte dich auf, ausatmen, auflösen. Hände zum Herzen, schließ die Augen, spür dich, sammel dich, atme. Ein- und ausatmen. Ausatmen, die Augen öffnen, linken Fuß erden, beug dein rechtes Bein, rechte Hand an den Spann. Schieb den linken Arm zur Decke. Rechtes Knie zum linken Knie ziehen. Beide Schultern nach hinten, unten, weg von den Ohren. Bist stabil im Becken, indem du den linken Fuß in den Boden drückst. Jetzt erlaube es dir, leicht nach vorne zu kippen. Bleib ganz bei dir, bleib in deiner Balance. Körpermitte. Und jetzt verlass den sicheren Bereich. Werde gern mal unsicher, probier dich aus. Gelingt es dir, die linke Hand auf den Boden zu bringen oder nicht? Spielt zum Schluss keine Rolle, aber du kannst dich entwickeln. Jetzt drück den linken Fuß fester, einatmen, komm wieder nach oben. Und dann hast du es schon geschafft. Löse auf, Hände zum Herzen, tiefes Durchatmen. Bedanke dich bei dir selbst für diese Neugier, für dieses drauf einlassen. Ausatmen, auflösen. Komm bitte in die Grätsche. Weiter Stand. Kannst das überprüfen, schieb mal die Arme auseinander. Hände über die Fersen. Hände an die Hüften zurück. Vorbereitung Uttita Parshvakonasana als typische Seitbeuge, Stehhaltung. Rechtes Bein beugen, bis das rechte Knie genau über die Ferse kommt. Und jetzt zieh rechte Hand auf die Matte zurück. Dein Knie drückt gegen den rechten Oberarm. Bleib auf deinen Finger gucken. Und hier kannst du dich beginnen aufzudrehen. Gönn dir Raum in deiner linken Körperseite. Kopf hängt nicht, heb den Kopf an, lächel. Und dann schieb deinen linken Arm Richtung Decke weit nach oben, wachs. Jetzt lade ich dich ein, dich auszuprobieren, immer wieder neu. Linke Hand an die linke Hüfte. Mach einen kleinen Schritt nach vorne, auch das ist ein symbolischer Satz. Kleine Schritte sind besser wie große Schritte. Kleine Schritte sind Veränderung. Bleibst in deiner Sicherheit und dennoch ist Entwicklung möglich. Mach mit deiner rechten Hand einen Schritt nach vorn, leicht nach rechts versetzt. Drück die rechte Hand, die Fingerkuppen fest in den Boden. Adha Chandrasana. Linkes Bein anheben, schieb deinen linken Arm zur Decke. Und hier gibt es eine schöne Möglichkeit. Adha Chandra Chapasana, hast du schon geübt, beug dein linkes Bein, die linke Hand an den Spann, erde dich, verlängere dich, denk nach oben, denk weit, jetzt zieh die Ferse weg vom Gesäß, heb dein Brustbein an, dein Herz an und dann Achtung, linke Hand lösen, linke Hand an die Hüfte, lass dein linkes Bein aktiv gestreckt, strecken, strecken, strecken. Beug dein Standbein in rechtes. Jetzt ein großer Schritt nach hinten. Rechte Hand zurück an die Innenseite von deinem rechten Fuß. Und du bist wieder in Uttita Parshvakonasana angekommen. Erde dich, drück die Füße. Einatmen, Virabhadrasana. Der Krieger, Hände zum Herzen. Tiefes Durchatmen. Schließ die Augen. Gönn dir Raum zum Nachspüren. Einatmen, die Augen öffnen, Hände an die Hüften zurück, linken Fuß nach links drehen. Schau, dass die Fersen in eine Linie kommen, linkes Bein beugen. Auch hier, du kannst den Abstand vergrößern. Linke Hand an die Innenseite, linke Fuß, bleib geerdet. Und dann schiebst du den rechten Arm nach oben. Lass dich ein Stückchen tiefer in die linke Hüfte sinken.
rechtes Bein aktiv gestreckt, schieb den rechten Oberschenkel nach hinten, weg von dir. Die Kraft kommt aus dem hinteren Bein. Rechte Hand an die rechte Hüfte, verkürzere den Abstand, linke Hand nach vorn und schon wieder bist du in Adha Chandrasana angekommen. Aus der Stabilität heraus kannst du dich öffnen. Du bist in einer Grenzsituation, in einer Balancehaltung. Und auch dieses Verlassen der Komfortzone darf dir Spaß machen und du darfst dich ausprobieren. Deshalb schau mal, ob es dir gelingt, das rechte Bein zu beugen, die rechte Schulter nach hinten zu ziehen, Schulterblätter zueinander und beginn dich aktiv zu strecken, dich über die Grenzen hinaus auszudehnen. Wieder auflösen, auch das ist ganz schön. Du musst dich nicht ständig an die Grenzen bringen, sondern es lohnt sich immer wieder mal zurückzugehen. Uttita Parshvakonasana. Füße geerdet, einatmen in den Krieger. Hände zum Herzen. Jetzt löst auf. Bring die Füße zusammen, schüttel alles ab. Arme locker, Schultern locker. Die Beine. Du brauchst dich auch im Yoga nicht selbst so ernst zu nehmen. Spielerischer Umgang mit dir selbst, das ist auch mein Wunsch, was ich dir mitgeben möchte. Jetzt mach nochmal vergrößere den Abstand über die Füße. Dreh die Füße leicht nach außen. Vorbereitung für Malasana. Beug die Beine, Oberschenkel drehen nach außen. Bist in der Hocke angekommen, Hände zum Herzen. Falls du Knieprobleme hast, lass die Übung weg. Könntest dir eine Decke oder einen Block unter die Fersen legen, wenn die Fersen nicht den Boden berühren. Ansonsten schaukel einfach mal nach links, nach rechts. Gib dir Spielraum. Komm in die ganz eigene, natürliche Bewegung zurück. Rücken aufrichten. Falls du ruhend im Rücken bist, Yoga wird dir helfen, mehr in die Aufrichtung zu gehen. Gut. Bring die Fingerkuppen zurück auf die Matte. Zieh dich nach vorne und jetzt drückst du mit den Knien kraftvoll gegen die Oberarme. Halte die Verbindung, schieb deinen linken Arm zur Decke. Beginn dich neu zu öffnen. Schau, wie weit gehst du in die Drehhaltung, wie weit kannst du in die Rückbeuge gehen. Und wenn dein Körper gut vorbereitet ist, kannst du eine Variante mit mir üben. Bring die linke Hand hinterm Rücken zur rechten Oberschenkelrückseite, rechte Hand sucht sich die linke Hand für die gebundene Variante. Es gibt viele Möglichkeiten, du könntest jetzt noch aufstehen, den linken Fuß in den Boden drücken und zum Stehen kommen. Das lassen wir mal großzügig weg. Löse auf, andere Seite, linke Hand geerdet, schieb den rechten Arm nach oben, öffne dich und wenn es dein Körper erlaubt, rechte Hand hinterm Rücken, großzügig zum linken Oberschenkel, linke Hand an die rechte Hand, dreh dich auf. Probier dich aus. Wenn die Hände jetzt nicht zueinander kommen, könntest du auch mit einem Gurt arbeiten. Aber in dem Video geht es nicht um Perfektion, es geht einfach darum, dass du schaust, was ist körperlich möglich, welche Möglichkeiten schenkt dir dein Körper. Ausatmen, zurück, auflösen. Streck mal die Beine bitte aus, bring Bewegung in die Beine zurück. Und die nächste Variante, die möchte ich dir noch vorstellen, vom Bodhanavasana. Schenk dir eine Umarmung. Löse mal bitte die Füße. Und du siehst, du bist wieder in einer Balancehaltung angekommen, ohne körperliche Anstrengung. Hast deine eigene Mitte gefunden, zieh die Schulter nach hinten. Hier kannst du einfach mal die Schienbeine anheben. Aktive Füße, Bauch aktiv
Und jetzt streck die Beine. Schon wieder hast du die Komfortzone verlassen. Es ist eine gute Grenzerfahrung, hier die Beine zu strecken und lang zu bleiben. Vielleicht rollst du ab, vielleicht rollst du nicht ab. Das Ziel ist es hier einfach, die eigenen Grenzen anzunehmen. Spreiz die Zehen, du kannst einen Schritt weiter gehen. Denk die Füße immer wieder nach oben, spann die Bauchmuskulatur maximal an, indem du auch die unteren Rippen nach innen ziehst. Ich habe dir das in einem Video schon vorgestellt, ich verlinke es dir in der Infobox. Schieb die Arme nach vorne. Wenn es dir im Rücken zwickt, beug die Beine, ansonsten streck die Beine. Wieder beugen, Füße aufstellen und dann langsam abrollen. Komm auf deinem Rücken an. Gönn dir einen Moment des Nachspürens, wieder die Füße auseinander, die Knie berühren sich. Tiefes, ja auch ein entspanntes Durchatmen. Dich sicher und wohl fühlen, das kannst du hier in der Position sehr gut. Es ist ein Pulsieren, die Komfortzone zu verlassen und dann immer wieder in die Sicherheit zurückzukehren. Atme aus, öffne die Augen. Setu Bandhasana als Variante. Füße hüftgelenksbreit, bring die Ellenbogen an die Flanken heran. Erde dich über die Füße, Halswirbelsäule lang, indem du die Krone vom Kopf nach hinten schiebst. Und dann heb dein Gesäß an. Ausatmen, zurück. Einatmen, anheben. Ausatmen, zurück. Mach das für dich ein paar Mal. Das ist eine schöne Übung, um die Brustwirbelsäule zu mobilisieren. Auch dazu gibt es schon Übungsvideos. Und jetzt bitte ich dich, das Gesäß anzuheben. Halte das, drück die Füße fester in den Boden. Schieb dein Kinn Richtung Brustbein. Brustbein, das war falsch erklärt. Brustbein zum Kinn schieben, Kinn weg vom Brustbein. Damit bleibt die Halswirbelsäule lang, dein Bauch aktiv. Kannst ganz frei atmen. Rechten Fuß in den Boden drücken, zieh dein linkes Knie zum Herzen heran, beug dein linkes Bein. Und jetzt streck dein linkes Bein kraftvoll aus. Denk dich nach oben, atme. Ellenbogen in den Boden drücken, rückbeugen. Auflösen, linken Fuß erden, Becken anheben, zieh dein Knie heran, dein rechtes. Und jetzt streck das rechte Bein aus. Atme weiter. Beugen, aufstellen, auflösen. Bring die Hände zu den Fußaußenseiten zurück. Happy Baby. Oder zu den Kniekehlen, wenn du noch nicht so offen bist, in den Hüften. Schaukel entspannt nach links und rechts. Lass es dir wirklich auch gut gehen. Zurückkommen, bring die Hände zwischen die Kniekehlen. Komm schaukelnd oder über die Seite hoch zum Sitzen. Sitz bequem und aufgerichtet. Die linke Hand auf dein Brustbein, die rechte Hand auf die linke Hand. Schließ die Augen. Spür dich jetzt am Ende der Yoga-Sequenz. Wie bist du selbst mit dir umgegangen? Hast du dich bewusst auf Neues eingelassen? Wie war es, wo du Fehler gemacht hast, wo du zum Beispiel die Balance verloren hast? Bist du liebevoll mit dir umgegangen? All diese Dinge möchte Yoga dir lehren, dass du mit Neugier, Offenheit und mit einer spielerischen Leichtigkeit dein Leben lebst. Atme aus, öffne die Augen, Hände zum Herzen. Ich bedanke mich bei dir. Ich freue mich total, dass du mit mir das Video geübt hast, dass du dich darauf eingelassen hast, die eigene Komfortzone zu verlassen. Kannst mir gerne einen Kommentar hinterlassen, was du noch so tust, um immer wieder aus diesem Rhythmus, aus diesen Barrieren, aus diesen Mustern auszubrechen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten.
Falls du es noch nicht getan hast, du kannst den Kanal auf dieser Seite hier oben abonnieren. Auf dieser Seite findest du das nächste Übungsvideo und unten in der Beschreibung habe ich die Links zu den Online-Kursen, zu den DVDs, aber auch zur Anmeldung zum Newsletter für dich zusammengestellt. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, hab viel Freude, die Komfortzone regelmäßig zu verlassen. Ich freue mich, dass du mit mir Yoga übst. Namaste.